Wer mich schon länger kennt und mir vielleicht auch eine Zeit lang folgt, wird wissen, dass ich von Aufgabenlisten und Taskmanagern überhaupt nichts halte. Ich bin der festen Überzeugung, dass Unternehmerinnen und Unternehmer keine Aufgabenlisten führen sollten. Wir sollten uns vielmehr um unseren Kalender kümmern. Wir sollten den organisieren, strukturieren, denn der Kalender, das ist das wichtigste Tool im Selbstmanagement. Und um da eine Struktur reinzubekommen, ist Timeblocking ein tolles Werkzeug. Wie das genau funktioniert und was das ist, das stelle ich hier in diesem Video einmal vor. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Bobach. Ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Und die wirklich wichtigen Dinge, wo notiere ich die? Natürlich im Kalender. Und da sind wir auch schon beim Thema. Wenn ich mit Unternehmern, Unternehmerinnen arbeite, der erste Blick von mir geht immer in den Kalender. Ich will mal sehen, wie sieht der denn aus? Und oftmals ist der chaotisch und unstrukturiert. Und genau das führt zu diesem Gefühl der Fremdbestimmung. Wenn der Kalender zu voll ist und keine Struktur hat, dann fühlen wir uns fremdbestimmt. Und vielleicht wird der ein oder andere von euch das ja kennen. Beim Blick in den Kalender, wenn ich mir die Woche so angucke, die vor mir liegt, verliert ich die Lust. Habe ich schon keinen Bock mehr, habe ich so ein Ohnmachtsgefühl. Und wenn ich jetzt aber Struktur in den Kalender bringe, dann geht das weg. Dann hat er plötzlich Struktur, dann macht er Sinn. Und genau darum geht es hier in diesem Video. Genau das möchte ich euch zeigen, wie ihr mit Time Blocking Struktur in euren Kalender bekommt. Was ist denn jetzt Time Blocking überhaupt? Time Blocking bringt die Aufgabenliste, die ich habe, in den Kalender. Generell ist es ja Wahnsinn, wenn wir eine Aufgabenliste und einen Kalender separat führen. Wir brauchen für jede Aufgabe Zeit, um sie abzuarbeiten, um sie irgendwann abzuhaken. Und die Zeit verwalten wir im Kalender. Deshalb ist es ja völliger Schwachsinn, die zu trennen. Ich habe also auf der einen Seite, wenn ich sie getrennt habe, auf der einen Seite habe ich einen proppevollen Kalender und dann habe ich noch eine megavolle Aufgabenliste, die überhaupt nicht verzahnt sind miteinander. Das funktioniert nicht. Und beim Time-Blocking geht es darum, dass ich für jede Aufgabe mir ein Zeitfenster im Kalender reserviere, sozusagen einen Termin mit mir selbst mache und mir dafür Zeit nehme, die Aufgabe abzuarbeiten. Und wenn ich das mache, gibt das ein tolles Gefühl der Ruhe, der inneren Ruhe, und es reduziert auch total den Stress, weil ich habe nicht eine Liste von unerledigten Dingen, die ich vor mir herschiebe, sondern ich habe einen Plan, dass ich diese Aufgaben, die ich erledigen muss, am Tag XYZ, wo ich den im Kalender stehen habe, auch wirklich erledigen werde. Diese Termine mit sich selbst sind da sehr, sehr wichtig beim Timeblocking. Und es gibt zwei Arten davon, die möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Fangen wir mal mit den allgemeinen Zeitblöcken an. Dort fasse ich die Aufgaben zusammen, die irgendwie das gleiche Umfeld, den gleichen Fokus und das gleiche Mindset verlangen. Die packe ich zusammen, die cluster ich sozusagen in einem Zeitblock. Und diesen Zeitblock, das sind immer wiederkehrende Termine, die wöchentlich, 14-tägig, wie auch immer in meinem Kalender immer wieder hochkommen. Also immer wieder drinstehen und da mache ich diese Arbeiten. Und das können sein zum Beispiel Vertriebstelefonate. Vielleicht auch Angebote schreiben, vielleicht Videos aufnehmen wie hier. Das ist ein Zeitblock, den ich zum Beispiel nutze. Podcast aufnehmen könnte es sein. Schreiben kann ich auch einen Zeitblock haben, den ich wöchentlich drin habe, wo ich was schreibe. Solche Sachen, also gleicher Fokus, gleiches Umfeld, gleiches Mindset, die packe ich in so Zeitblöcke. Und wenn ich jetzt als Beispiel mit dem Angebote schreiben, ich habe jetzt einen festen Zeitblock drin, freitags vormittags schreibe ich Angebote. Jetzt habe ich während der Woche Vertriebstermine vielleicht, ich muss Angebote schreiben, aber ich muss die gar nicht auf irgendeiner Liste festhalten oder irgendwie zusammenfassen und das irgendwie noch zwischendurch reinpacken in meinen Kalender. Nein, ich lasse die einfach liegen, bis freitags dieser feste Zeitblock kommt und dann wickele ich die einfach ab. Dann mache ich eins nach dem anderen. Und das gibt mir ein gutes Gefühl, weil ich weiß, ich habe mir genau die Zeit im Kalender schon reserviert und genau dann mache ich die Dinge auch. Und wenn ich das als wiederkehrende Termine drin habe, dann vergesse ich die auch nicht, weil ich die jede Woche oder 14-tägig, wann auch immer, immer wieder komme. Und dann gibt es noch die individuellen Aufgaben. Das sind Aufgaben, die nicht in diese wiederkehrenden Termine, in diese wiederkehrenden Zeitblöcke reinpassen. Was kann das sein? Ein Konzept entwickeln,
einen Vertrag aufsetzen, vielleicht auch einen Vertrag gegenlesen, irgendwie solche Sachen, die halt nicht regelmäßig passieren. Und dafür nehme ich mir auch Zeit. Und zwar im Kalender lege ich da einen Zeitblock, einen Timeblock an. Ich mache einen Termin mit mir selber mit dem Aufgabentitel. Wenn ich zum Beispiel einen Vortrag vorbereiten muss, ja, und sag mal, da brauche ich so 3 Stunden für, oder ich unterschätze das immer, nehmen wir mal 4. Ja, ich muss einen Vortrag vorbereiten, muss irgendwie so einen Standardvortrag anpassen. 4 Stunden Arbeit, weiß ich. Schreibe ich den nicht irgendwo auf eine Aufgabenliste, sondern nein, ich gehe in meinen Kalender und gucke, wann habe ich denn in der nächsten Zeit genau für diese 4 Stunden. Dann mache ich mir vielleicht 2 2-Stunden Zeitblöcke, jeweils 2 Stunden, sodass ich auf die 4 Stunden komme und trage die dann in den Kalender ein. Und was mache ich in der Zeit? Genau das. Ich gehe genau dann in das Konzept rein und mache nichts anderes. Ich muss das nicht noch irgendwie zwischen Termine quetschen, sondern ich habe einen festen Plan, weil ich es eingeplant habe. Und das mache ich mit den individuellen Aufgaben auch. Also, nochmal zusammengefasst. Time-Blocking bringt die Aufgaben in den Kalender, nutzt sie als wiederkehrende Aufgabe, macht individuelle Aufgaben auch in den Kalender und reduziert so den Stress und beruhigt den Kopf. Weil wenn es einmal im Kalender notiert ist, habt ihr einen festen Plan und das wirklich, das löst den Stress und ihr seid viel, viel entspannter. Wenn ihr Fragen dazu habt zum Time-Blocking, zu dem jeweiligen wiederkehrenden Termin, individuellen Termin, schreibt mir gerne eine E-Mail an frag.lars@larsbobach.de oder gerne auch hier unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Und bis dahin wünsche ich euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao.